Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mit durch meine Morgenroutine, aber die fängt bei mir abends an und zwar mit der Abendroutine. Und deswegen ja, starten wir das Video auch abends. Es ist 9:30 Uhr, alle Kinder schlafen. Ich gehe auch gleich schlafen, ich gehe zurzeit sehr früh ins Bett, aber ich bereite vorher noch die Gemüsesticks vor. Das wäre mir jetzt morgens zu viel. Also ich meine, es geht zwar trotzdem schnell, aber ich bin froh um jeden Handgriff, den ich abends erledigen kann und nicht morgens erledigen muss. Also ich gebe zu, es sind nur ein paar Minuten, aber ich genieße es trotzdem, diese einsparen zu können. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell. Und Gurke auch. Fertig. Snackboxen mache ich morgens. Die müssen ja einigermaßen frisch sein. Aber das hat der geschafft. Jetzt lege ich die Kleidung für die Kinder raus und dann gehe ich ins Bett. So, das mache ich natürlich nur bei den zwei Jüngsten mit dem Rauslegen. Die zwei Älteren lassen sich da nicht reinreden mehr. Guten viel zu frühen Morgen, da wären wir auch schon bei der ersten Herausforderung, nämlich den Wecker ganz schnell zu erwischen, um den Kleinen nicht zu wecken und nicht auf die Schlummern-Taste drücken, dann bin ich verloren. Nein, ich muss wirklich sofort aufstehen. Der Kleine, der wird nachts, also fast jede Nacht noch wach und dann hole ich ihn zu mir ins Bett und da darf er dann weiter schlafen. Er schläft in seinem eigenen Bettchen ein, aber wie gesagt, er schläft sehr, sehr selten durch. Die Haare muss ich mir immer sofort aus dem Gesicht machen, weil die nerven mich morgens einfach. Also Haare hoch und ganz leise aus dem Zimmer schleichen. Ja, ich liebe das einfach, wenn der weiter schläft. Dann kann ich erstmal in Ruhe mich fertig machen. Manch einer würde vielleicht morgens etwas länger schlafen und sich dafür beim Fertigmachen beeilen. Das funktioniert bei mir eher nicht so gut, weil ich wirklich diese Stunde brauche, um einfach entspannt und gut in den Tag zu starten. Wir haben jetzt für die Morgenroutine einen Morgen gewählt, an dem mein Mann schon vor mir zur Arbeit musste. Er muss manchmal sehr, sehr früh raus. Und ja, da hat sich das einfach angeboten. Zähne putzen, zack, im Sitzen. Einfach, ja, zu früh, um im Stehen die Zähne zu putzen. Was ich dann ganz gerne mache, ist einmal über die Flächen wischen, damit einfach keine Wasserspuren bleiben und man hinterher weniger Arbeit hat. Einfach mit dem Handtuch, mit dem ich mich sowieso auch abtrockne. Und dann, damit ich nicht ins Trödeln komme, stelle ich mir ganz gerne einen Timer. Ich lasse das Handy noch aus. Ich möchte nicht, dass da jetzt Nachrichten reinploppen. Ich will noch nichts von der Welt wissen. Einfach nur einen Timer, weil ich jetzt auch ein paar kleine Sportübungen mache. Also wirklich minimal. Mein normales morgendliches Sportprogramm musste ich ein bisschen canceln durch den frühen Start in den Morgen. Aber dieses Faszienrolle, also auf der Faszienrolle rumzurollen, das tut richtig gut und das weckt den Körper auf, stretcht und dehnt einmal alles und ja, man fühlt sich echt toll danach. Ich habe das ab und zu mal auf Instagram in meiner Story gezeigt, aber das könnt ihr auch gerne mal googeln, wie man mit einer Faszienrolle den Körper quasi einmal, ist fast wie eine Massage und damit so ein bisschen dehnt und lockert, gerade morgens ab einem gewissen Alter. Fühlt man sich danach besser. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, gebe ich zu, aber ist effektiv.
Für jeden, der meine früheren Morgenroutinen kennt, da war immer schön Zeit für Sport. Ja, aber mehr als die paar Minuten kann ich mir einfach nicht nehmen. Ich versuche das dann im Laufe des Tages nochmal zu integrieren, weil ich ja total gerne fit bleibe. Aber um die Zeit nur das Nötigste. Konntet ihr jetzt natürlich nicht dabei sein, aber ich erkläre euch jetzt einmal, also ich habe mich einfach ganz normal geduscht mit ein bisschen Duschgel, dann nehme ich immer etwas hautfreundliches, also pH-neutral und also achte da jetzt nicht so auf besondere Duftstoffe oder ähnliches, so neutral wie möglich und danach creme ich mich, also trockne ich mich noch in der Dusche ab und brauche auch unbedingt meinen Bademantel in der Dusche, dass ich nicht ins Kalte raus muss. Also das schätze ich sehr, trocken und angezogen aus der Dusche wieder rauszukommen. Was ich aber vorher mache, bevor ich mir den Bademantel anziehe, ich creme mich noch in der Dusche ein. Das ist von daher gut, weil die Haut noch ein bisschen feucht ist und somit die Creme besser einziehen kann. Und ich creme besonders doll meine Knie und Ellbogen ein, aber auch die Füße creme ich doppelt ein. Das fühlt sich einfach gut an auf der Haut und ich mache das jetzt schon seitdem ich ein Teenager bin und ich glaube, ja, meine Haut ist ganz weich. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Auf jeden Fall mag ich das Eincreme-Ritual, also wirklich am ganzen Körper, auch an meinem Rücken. Ich komme gut hinten ran, weil ich dann mache ich mir immer Creme hier auf die Oberseite der Finger und dann gehe ich bis hier und von da komme ich bis da und dann treffen sich die Hände und dann ist ja mein Rücken auch hinten eingecremt. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist mich beim Eincremen einmal ja, bei mir zu bedanken, guten Morgen zu sagen, mir mal kurz visualisiere, wie, ja, was für ein schöner Tag mich erwartet. Und das hilft auch, wenn man mit einem falschen Bein aufwacht und ja, was einen einfach zu sich bringt, ein bisschen erdet und einfach gut tut. Was ich nicht mache zurzeit, einfach weil diese Morgenroutine, die ist mir gerade viel zu früh. Es ist, also auch jetzt, ich bin ein bisschen so, es ist einfach nicht ganz, also ich bin noch nicht so ganz da. Deswegen kann ich auch dieses Kaltduschen nicht mehr machen. Das mache ich ja sonst ganz gerne, dass ich einfach gut, also richtig so wach in den Tag starte, aber das schaffe ich nicht um 5. Beziehungsweise jetzt ist es 20 nach 5. Ich bin bisschen verspätet, aber das kriege ich schon noch hin. Normalerweise ist es dann jetzt so 4:45. Haare waschen mache ich morgens nie. Einfach, das packe ich nicht. Ich wasche auch nicht jeden Tag meine Haare, aber wenn ich sie wasche, dann wasche ich sie erst, wenn ich alle Kinder in den Schulen und Kitas abgegeben habe. Dann komme ich nochmal nach Hause und wasche meine Haare nur so einzeln, also indem ich sie nach vorne mache, mit dem Duschkopf waschen und dann, ja, also das mache ich jetzt nicht zusammen in der Dusche einfach, weil die sind zu lang und ich muss sie föhnen und das, also dafür habe ich wirklich keine Zeit jetzt gerade. So, wie geht's weiter? Im Moment ist der Kleine wach geworden, der wacht meistens auch, wenn ich dusche. Ich muss ihn mal schnell holen. Pink. Ja. Hast du was geträumt, mein Schatz? Ja. Was hast du denn geträumt? Freunde. Hast du von deinen Freunden geträumt? Angst. Oh, und was ist das? Was ist das? Sind das die Käsefüße? Die stinkt dann ja. So. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Handy anmache. Komm, gleich WhatsApp-Nachrichten, die will ich nicht. Die will ich nicht. Ich brauche nur den Wetterbericht. Und nee, gibt's nicht, mein Schatz. Gibt's nicht? Ja, ich weiß, ein Handy ist spannend. Ja, und Mütchen. So, aber ich weiß jetzt, wie viel Grad werden. Nehme ich morgens ganz gerne Serum, Gesichtsserum.
Das ist einfach, mache ich auch überall hin, auch an die Augen ganz nah dran und an den Hals. So süß. Der Kleine schnappt sich immer morgens meine Schuhe. Dann nehme ich Nahrungsergänzungsmittel, nehme ich immer noch ein paar Sachen für die Haare. Dann nehme ich Eisen einmal im Monat, wenn ich meine Erdbeertage habe. Und und dann Gesichtscreme. Erst schminke ich mich noch, bevor ich mich anziehe. Ich habe keinen Bock. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Und ich bin auch erstaunlich gut in der Zeit. Also kann ich mir jetzt ein bisschen trödeln gönnen. Ich benutze immer noch einen Primer vor dem Make-up. Ich weiß drei Sachen. Serum, Creme, Primer. Aber der Primer hat auch einen Lichtschutzfaktor. Und dann kein Make-up, sondern eine BB-Creme. Die ist jetzt fast alle Quetsch. Aber für heute reicht's noch. Und die BB-Creme verteile ich mit einem Schwämmchen. Das kann ich eigentlich auch im Schlaf. Brauche ich gar keinen Spiegel für. Nicht so geübt. Und vor allen Dingen diese BB-Creme, das ist ja eigentlich nochmal eine getönte Creme. Nein, vier Cremes im Gesicht. Naja, ich sag's euch, Leute, ab einem gewissen Alter kann man nicht genug Creme im Gesicht haben. Aber die macht so einen schönen, ja, es ist fast wie ein Make-up. Es sieht fast wie Make-up aus, fühlt sich aber wie Creme an. Und deswegen liebe ich Babycreme. Nur, die ganzen Hautunreinheiten, also Pigmentflecken, die muss ich noch separat machen. Das sah bestimmt ziemlich lustig aus, wie ich mich geschminkt habe. Alle meine Freundinnen lachen sich immer schlapp, wenn sie sehen, wie ich mit diesem Schwämmchen mein Gesicht abtupfe. Ich weiß nicht, wie man das anders machen kann, zivilisiert oder so. Suche ich mir die ganzen Pigmentflecken raus. Das ist so ein Concealer, also das ist so ein Camouflage. Das nehme ich dann als Concealer, also für die Augenringe, aber auch für die Pigmentsachen. So. Ich habe ja leider ziemlich viele Pigmentflecken. Fertig. Was kommt alles nicht? Irgendwie was mit hell und dunklem Puder und so weiter und so fort. Überhaupt, ich habe eine trockene Haut, ich brauche gar kein Puder. Aber ein bisschen die Wangen. Rouge, das mache ich jetzt schon. Das mache ich jetzt schon. Und Lippenpflege. Und ein Gloss. Irgendwas. Könnt hiervon ja wirklich die Hälfte, nee, 90% der Sachen benutze ich nicht. Ich glaube, das kennt jeder. Wo ist mein Lipgloss? Okay, To-Do-Liste ausmisten, dass ich nicht immer alles suchen muss, was ich brauche. Das ist jetzt mein Lipgloss. Bestimmt wieder eins meiner Mädchen geklaut. Auch ein Nachteil, wenn man Mädchen hat, dass die einem alles klauen. Okay, und die Zeit rennt.
wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, weil der ein bisschen Farbe hat. Aber egal, nehme ich jetzt den. Ich brauche immer was Pflegendes auf den Lippen. Jetzt ziehe ich mich aber wirklich an. Ach so, Haare. Erst anziehen, dann Haare. Jetzt hätte ich mir fast meine Haare ohne euch gemacht. Also, ich habe mich jetzt angezogen. Ich habe auch schon Schuhe an. Meine Haare mache ich mir gleich. Ich habe schon meine Handtasche gepackt für den Tag, meine Jacke dabei. Mein Ding ist nämlich, ich muss mich morgens jetzt so fertig machen, bevor ich das erste Kind wecke und kann nicht nochmal in mein Schlafzimmer mich um mich kümmern. Also alles, was ich an Zeit für mich brauche, für Schminken, für Anziehen, für Haare machen etc., muss ich vor 6 Uhr geschafft haben. Und jetzt machen wir schnell die Haare und dann, wie spät ist es? Ja, ich habe genau Zeit, Haare machen und dann erstes Kind wecken. Ich dupiere jetzt hier einmal ein bisschen rum, weil ich mir einen schnellen und komplizierten Pferdeschwanz mache. Das geht einfach am schnellsten. Morgens. Welche Haargummifarbe nehme ich? Dieses blasse Rosa. Das sind diese unwichtigen Kleinigkeiten, die Zeit kosten. Welche Haargummifarbe nehme ich? Ah! Das ist zu rosa. Das, ich nehme das. So. Ich nehme die beide. Ich nehme das. Okay. Übrigens, mein Kleiner hat gerade diese Phase, in der er sich immer auszieht bis auf die Windel. Von daher also nicht wundern, dass der jetzt hier in keinem Schlafanzug durch die Wohnung rennt, sondern in Windel. Es hat kein Kleidungsstück eine Chance. Das ist halt, das kann mitunter dauern, dass der Zopf was wird. Und manchmal klappt es sofort. Und heute klappt es sofort. Yay. Aber wenn ihr wüsstet, wie oft ich mir einen Zopf 10-mal machen muss, bis der sitzt. Tja. Fertig. Dann nehme ich jetzt meine Sachen. Handy. Kind wecken. Der Große ist jetzt geweckt. Der macht sich natürlich alleine fertig. Da habe ich in seinem Zimmer nichts zu suchen. Nee, warte, ist kalt. Ich ziehe mir das jetzt drüber. Und in 15 Minuten muss ich das nächste Kind wecken. Das habe ich also die Zeit, um das Frühstück vorzubereiten. Wir essen morgens ganz gerne warm. Also was heißt wir? Ich esse kein Bissen, die Kinder. Manchmal salzig, manchmal süß. Heute machen wir ein Grießbrei. Hoppala. Aber jetzt also süß, in Anführungsstrichen. Es wird bei uns nicht kein Zucker reingemacht, sondern das ist einfach ein bisschen sorry Leute, ist früh am Morgen. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Also Grießbrei ohne Zucker. Milch kocht, ich decke weiter. So. Da mache ich jetzt die Früchte rein, dass wenn ich den Grießbrei draufgieße, sich das mit den Früchten verbindet. Ich habe die eine Zeit lang mal in die kochende Milch gemacht, dann war das so eine Himbeermilch quasi. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das schmeckt denen so einfach besser. Restlichen können sie sich dann noch teilen, den Grieß holen. So, jetzt kommt der Grießbrei rein. Dun, 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 dun. Ah
Ein Rezept dazu findet ihr übrigens auch in diesem Kanal. Frühstücksideen für Kinder. So. Was wir jetzt wieder anfangen morgens, wo es langsam wieder kühler wird, es gibt Tee zu trinken. War für die Mädchen, den Großen, braucht noch eine Untertasse. Nur der Kleine, der ist noch nicht so weit. Bam. Bam. So. Der kriegt noch einen Becher. Mit Wasser. Zurzeit ist das Rooibos-Karamelltee, aber die Sorte wechselt total gerne. Ich glaube, im Winter wird es dann wieder Schokotee werden. Je nachdem. Ist auf jeden Fall auch ein Tee, den man mit Milch trinkt. So viel muss ich da nicht machen. Trinken eher so kleine Portionchen. Der zieht jetzt, da braucht man auch kein Honig oder sonst was rein. Da macht man dann ein bisschen Milch. Die Milch fehlt noch. Die Zeit rennt, die Zeit rennt. So, ich habe getrödelt. Ich habe jetzt noch 2 Minuten für die Snackboxen. So, das ist Brot vom Vortag. Oh Gott, das klingt jetzt ganz gemein. Eine Brezel und ein Laugenbagel. Aber nein, das schmeckt doch noch gut. Da braucht man sich nicht so haben. Das Gemüse haben wir schon geschnitten gestern. Noch 2 Joghurts. So. So. Davon was rein. Davon was rein. Hiervon und davon. So, dann kriegen sie jetzt noch einen kleinen Snack mit. Übrigens, vielleicht wichtig zu erwähnen an der Stelle, die Kinder essen warm in der Schule zu Mittag. Das heißt, der Snack muss gar nicht so üppig ausfallen. Das sind ein paar Cracker, Dinkelcracker. Ich glaube, ich will Knäckebrot so ein bisschen. Und das hier ist getrocknete Mango. Ich tue auch rein. Und dann kann man das Ganze zumachen. Hier kommt Wasser rein. Was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, was aber total süß ist. Der Kleine sitzt auf dem Boden und versucht ganz angestrengt und konzentriert ein Puzzle zu machen. Ganz süß. So. Mein Gott, jetzt werden bestimmt einige sagen, ey, Leitungswasser. Aber ich mag halt Leitungswasser. Ich bin voll der Leitungswasser-Fan. Leitungswasser oder Kohlensäurewasser. So, die Äpfel werden nicht geschnitten. Es tut mir leid, ich bin eine Rabenmutter, aber ich finde, in einen Apfel kann man auch ganz reinbeißen. Genau wie ich finde, man kann Leitungswasser trinken, zumindest hier in dieser Gegend. Ja. Ich muss mich beeilen, ihr Lieben. Ich wecke jetzt Kind Nummer 2. Dann werden wir jetzt Frühstück haben. Und dann sehen wir uns erst wieder. Also das geht jetzt folgendermaßen weiter. Ich wecke Kind 2, ich bleibe bei Kind 2 dabei. Dann wecke ich Kind 3.
Wir gehen zusammen zum Frühstück runter. Wir frühstücken alle gemeinsam, also die Kinder frühstücken. Dann bringe ich, dann reden wir weiter. So, bis gleich. In der Hektik des Morgens habe ich ganz vergessen, für euch das Frühstück einmal zu filmen. Deswegen habe ich eine alte Videoaufzeichnung aus meinen Instagram-Stories genommen und euch gezeigt. So würde übrigens unser salziges Frühstück aussehen. Schuhe und Jacken legen wir auch ganz gerne abends raus, einfach, dass es morgens nicht so viel Gewusel gibt. Natürlich muss man das manchmal dann anpassen, wenn das Wetter irgendwie umschlägt, aber meistens passt das ganz gut. Es ist jetzt kurz vor 7. Ich schnappe mir jetzt 2 Kinder und mache die erste Tour. Meine Ablösung ist gerade gekommen, passt auf die anderen 2 Kinder auf, während ich unterwegs bin. Das könnte man auch tauschen, die Rollen, dann könnte ich zu Hause bleiben. Aber ja, zurzeit mag ich es ganz gerne, die erste Tour zu fahren, einfach weil ich mich gerne mit den anderen Mamas, mit den Erziehern, mit den Lehrern einmal kurz austausche. Das macht mir Spaß und ja, dann bin ich um 8 wieder hier, schnapp mir die restlichen Kinder oder kurz vor 8 und dann ja, bin ich so ungefähr um 8:30 mit meiner Morgenroutine fertig. Hab dann noch den ganzen Tag vor mir, finde aber, habe schon ganz viel erlebt. Also irgendwie diese Morgenen zurzeit, die sind zwar hart, so früh zu starten, aber irgendwie machen die mich auch ein bisschen glücklich, muss ich sagen. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich über eure Kommentare, über, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Video. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ciao. Tschüss. Pizza. Pizza.